Ja, sorry about earlier. Es tut mir leid. Also du musst mir jetzt vergeben. Genau, lass uns hier gemeinsam rauskommen, bis wir uns wieder treffen. Oh, es irgendwie auch immer. Ich warte dich beim Eingang auf dich. Psycho, Psycho, Psycho. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, bis ein wenig mehr Zeit vergangen ist, bevor ich dir das zeige. Es tut mir leid. Naomi. Fühlst du dich jetzt ein wenig besser? Ich glaube schon, es tut mir leid. Wir werden schon aus dieser Schule rauskommen. Was auch immer es dafür braucht. Das ist das, was Shinohara von uns gewollt hätte. Ja. Großer Bruder, ich habe was gefunden. Hier. Ein weiteres Tape. Die Kamera ist beim letzten kaputt gegangen. Also glaube ich nicht, dass wir es uns anschauen können. Oh. Aber wir sollten es immerhin noch mit uns nehmen. Guter Fund, Yuka. Wie auch immer, wir wissen, wie wir hier rauskommen. Wir wissen, wie wir Sachikos Charm, ja, wie soll ich sagen, aufheben können. Aber ich glaube immer noch nicht, dass das die wirkliche Yuka ist. Ich glaube, das ist der Geist. Unsere erste Priorität an diesem Punkt sollte sein, dass wir uns mit Shinozaki, Yoshiko und hoffentlich Miss Yui wieder treffen. Ja, du hast immer noch dieses Stück von der Papierpuppe, stimmt, Satoshi? Ja, hab es, richtig, hier. Ich hab meins auch. Guter Job, dass ihr es behalten habt. Verlier es nicht, okay? Wie schaut's mit dir aus? Oh ja, ich hab meins auch noch. Genau. Nein, nein. Oh Gott, nein. Wo hab ich's hingetan? Meine Studenten-ID fehlt. Und mein Stückchen mit dem Papier ist da drinne. Ganz ruhig, Naomi. Wir werden's finden. Wir müssen einfach nur unsere Augen offen halten. Oh, okay, aber ich schwöre, ich hab's ganz bestimmt hier reingepackt. Ich kann mich genau daran erinnern. Ich hab's Saiko gezeigt und so, aber es ist weg. Es ist einfach weg. Was ist nur falsch mit mir? Wenn ich's nicht finden kann, dann kann ich nicht nach Hause zurück. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Du hast es doch vorher, richtig? Du hast es wahrscheinlich nur irgendwo fallen gelassen. Ich glaube, wir werden es wieder finden hier auf dem Weg. Aber was, wenn nicht? Dann werde ich zurückgelassen. Ich ganz alleine hier. Ja, du musst dir darüber ganz sicher keine Sorgen machen. Ich will diesen Platz niemals ohne dich verlassen. Ich werde bei dir bleiben bis zum bitteren Ende. Wir werden es auf jeden Fall finden. Ich auch. Ja? Ich bleibe bei meinem großen Bruder und bei dir. Selbst wenn ich hier bleiben muss für... tut mir leid, tut mir leid. Oh, ich bin hoffnungsloser Fall. Warum denke ich immer nur an die schlechtesten Szenarien, die passieren können? Du brauchst dich nicht um mich zu sorgen. Wenn es wirklich so weit kommen sollte, dann solltest du mit Satoshi abhauen. Nein. Hm, okay dann. Ich werde meine Studenten-ID finden. Das ist mein Problem. Naomi! Naomi, stopp. Wir werden es gemeinsam finden. Das ist halt so... Weiß nicht. Ab welchem Punkt sollte man denn jetzt hier wechseln? Oder macht es Sinn, irgendwie zu wechseln? Sollte man sich durch das Wechseln vielleicht nochmal mit den anderen in irgendeiner Art und Weise treffen? Ich habe halt echt gar keine Ahnung. Kann ich bitte wieder raus? Danke. Wobei, wir können ja mal gucken, was die anderen gerade so machen. Genau hier. War hier nicht was zum Speichern? Ich finde es auch schön, dass sie einfach die ganze Zeit so nach dem Motto stehen geblieben sind. Wieso kann ich direkt hier wieder wechseln? Strange Patrol Teil 3. Es ist wirklich schlimm geworden. Wir stehen kurz davor, ein neues Zeitalter der okkulten Welt zu erleben. Nichts wird mehr so sein wie zuvor.
Ja, genau, macht euch bereit für einen Report, der anders sein wird als alle anderen zuvor. Und das ist alles nur dank hier meiner Protege, was auch immer. Nao Sanuki, die, von der viele den Namen kennen sollte. Ja, und sie hat halt die Fähigkeit mit Geistern kommunizieren und deswegen sind wir so weit gekommen, diese Ebene hier zu betreten. Genauso wie mit meinem Kameramann Takuchi. Ja, habe ich es geschafft, diesen verfluchten Hallen mit meinen eigenen Augen zu erblicken. Ich habe meinen Fuß in dieses Gebäude gesetzt, welches nicht länger existieren sollte. Ein verbotenes Land des Todes. Und zusätzlich zu diesem Artikel werden wir einiges an Videomaterial aufnehmen. Wir haben keinen Plan, wie wir hier rangehen. Also werden wir einfach nur erforschen und aufnehmen. Was aus uns wird in diesen Hallen? Welche Geheimnisse wir lüften werden? Werden wir die Wahrheit herausfinden über das, was hier geschah? Es mag etwas komisch klingen, aber ich bin ziemlich aufgeregt über das, was uns hier erwartet. Bestimmt hier, liebe Leser, könnt ihr euch darauf verlassen. Genau, und jetzt hier, ich hoffe, ihr freut euch auf meinen nächsten Artikel wieder. Es muss Arbeit hier geschafft werden, ich muss hier Beweise sammeln. Ja. Hausmentor, okkulte Schreiber, Kugibiki, Stigativa Reporter. Wahrscheinlich ist er hier irgendwo. Ich möchte jetzt nicht schlecht über ihn reden, aber es hört sich immer so an, als wäre Nao seine Cash-Cow gewesen. Ich glaube, der ist nur hierher gekommen, um einen großen Artikel zu schreiben. Dieser Mann würde die Toten aufwecken, wenn er darüber schreiben könnte, im Nachhinein. Ich wusste gar nicht, dass das Mädchen mit diesen toten Fischaugen einen Mentor hatte. Kibikis Wahl der Worte lässt zu den Anschein aufkommen, dass er hier aus eigenen Stücken hergekommen ist. Nao hat sich so angehört, als würde das gleiche für sie gelten. Und dann gibt es immer noch diesen ersten blauen Geist, mit dem wir sprachen. Oh, und der hat gesagt, wir wären alle hier gefangen aufgrund des Fluches dieser Kinder. Aber dieses kleine Mädchen, Yuki, sagte, sie war nicht verantwortlich. Also das heißt, die einzige Möglichkeit, warum wir hier sind, ist, weil wir diesen Sachiko Ever After Charm versaut haben. Der ganze Grund ist einfach nur, weil wir Sachiko verärgerten. Aber wenn ich nur mehr darauf geachtet hätte, was Nao in ihrem Blog schrieb, wenn wir es nur wirklich geschafft hätten. Shinozaki, ich habe nur gedacht, dass wir für immer Freunde sein könnten. Was, wie hätte ich denn sicher sein können, dass etwas so Schreckliches passiert, wenn wir es nicht schaffen? Was für ein Zauber hat denn so ein Risiko wie das? Die ganze Zeit, wo ich mit solchen Kram zu tun hatte, habe ich niemals... mach dich selbst nicht dafür verantwortlich, Shinozaki. Niemand von uns hätte das wissen können. Na, jetzt ist sie traurig, weil sie das ihren Freunden angetan hat. Susumoto, Shinohara, es ist alles meine Schuld. Ihr seid tot wegen mir. Shinozaki. Lass mich speichern, danke. Nö, abgeschlossen. Oh, ist das jetzt ein Witz oder so? Ich kann mit denen gar nichts machen. Oder? Doch, hier unten kann ich. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr weiter, was? Oh, was kommt von da unten? Ach, da ist doch hier Nao schon wieder. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, hier hinterher zu laufen. Da ist ein kleines Notizbuch auf dem Boden. Hebst du es auf? Ja. Was ist das?
Ah, ich erkenne die Unterschrift. Das ist von Nao. Was wir gefunden haben, sagt es. Ich möchte ja nicht neugierig sein, aber es könnte wichtig sein. Ayumi macht das Notizbuch auf und findet darin ein Miniatur-Drei-Ring-Binder. Wir sind immer noch ein paar Blätter drinne mit ein paar schnell geschriebenen Worten. Aber es sind, ist Platz für viele weitere. Naos Notizen, 1 von 5. Ghost Detail, Heart-Social Reward. Okay, das ist jetzt hier, wie sie halt untersucht hat, das Ganze. Tafel Heavenly Host in Progress. Obtained, Method of Ingress. Brauchen zwei oder mehr Teilnehmer. Müssen mehr Informationen holen. Ja, hab geisterhaften Widerstand erfahren, nachdem halt nach Shinozaki irgendwie besucht wurde. Rechte Hälfte des Körpers paralysiert. Okay, jetzt sieht, dass es irgendwie schlecht ging und alles. Nächste Untersuchung wird auch andere in Gefahr bringen. Es wäre am besten, Kibiki zurückzulassen. Es scheint so, dass Nao vielleicht Kibiki einfach nur benutzt hat. Scheint so, als wäre er wieder ohne irgendwas in den Händen zurückgekehrt. Wie oft ist das schon mit diesem Publisher passiert? Er schreibt so interessante Sachen. Aber er kriegt niemals die notwendige oder dazugehörige Aufmerksamkeit. Sie schätzen ihn einfach nicht wert. Armer Dude kann einfach keine Pause haben. Aber es wird alles enden, sobald das nächste, was er schreibt, halt veröffentlicht wird. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit er die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Das müssen einige der Daten sein, die sie über die Zeit gesammelt hat. Ich hätte niemals erwartet, dass ich das nächste Update so lesen würde. Ich wünschte, ich hätte sie treffen können unter normalen Umständen, mich mit ihr anfreunden können oder irgendwas. Und sie hätte mir dieses Buch selbst überreicht, sodass ich es mit ihrem Einverständnis lesen könnte. Anstelle es einfach nur so zu finden. Nao war immer mein Held. Die Person, die ich am meisten bewunderte. Ach so, und da ist jetzt das nächste erschienen, oder wie? Ich dauert immer so einen Moment, bis das hier weiterlädt. War das hier? Nee. Jetzt spawnt dann wahrscheinlich immer weitere Notizen. Ich glaube, hier rechts ging es so dann gar nicht weiter. Komm, wir gucken aber trotzdem mal. Kann ja sein, dass wieder irgendein Event gestartet wird, wenn wir weit genug nach rechts gehen. Beziehungsweise es wird am Ende nicht gestartet, weil wir nicht weit genug nach rechts gegangen sind. Das ist das nächste. Das sind ein paar Blätter von Naos Notizbuch. 2 von 5. Ich hatte heute ein Final Exam. Also bin ich zum ersten Mal in die Schule gegangen seit einer ziemlich langen Zeit. Scheint so, als während ich weg war, dass Kibiki zu Heavenly House gegangen ist, ohne mich. Es ist viel zu gefährlich. Wir haben nicht genügend Daten, hat er gesagt. Hat er versucht halt eben zu erklären, während er hier sich einfach hinter meinen Rücken dorthin begab. Sein Assistent Takuchi hat es ihm scheinbar eingeredet. Ich habe ihm alle Hinweise gegeben, wie man von hier aus wieder verschwindet. Das ist ein ziemlich einfaches Prozedere. Aber ich kann einfach nicht aufhören, mich um ihn zu sorgen. Wie auch immer, der Blog wurde geupdatet. Ich fühle mich echt schlecht darin, darüber, dass ich meine Freundin Sayaka
hier reingezogen habe. Aber wir müssen jetzt hier weitermachen, um herauszufinden, worum es hier bei diesem Ort überhaupt geht. Was ist das? Blut? Now. Was könnte bloß mit ihr passiert sein, bevor sie starb? Das müssen wir jetzt wieder zurück. Ich hoffe aber mal ganz ehrlich nicht, dass es jetzt hier auch wieder so ist, dass wir sterben, wenn wir alle 5 Sachen gelesen haben. Das fände ich nämlich ziemlich uncool. Könnte aber halt sein, weil das wurde ja schon mal gesagt, so von wegen, ja, wenn du alle 5 Notizen eines Opfers liest, dann wird dich der Tod ereilen. Ich hoffe es nicht. Schauen wir mal. Es müsste hier gewesen sein, genau. 3 von 5. Ich werde jetzt hier alle weiteren Infos über diesen Charme bereitstellen. Genauso wie ich erklären werde, wie man diesen Effekt umkehrt und wieder nach Hause zurückkehren kann. Der Zauber ist die folgende Phrase. Sashiko, wir bitten dich. Es muss einmal ausgeführt werden, pro Person, die teilnimmt. Und dann muss die Puppe auseinandergerissen werden. Sollten die Teile der Puppe aus den Ruinen der alten Shinosaki Estate nicht verfügbar sein, sollte ein ausgedrucktes Nachbild auch ausreichen für dieses Ritual. Wenn dieses Ritual richtig ausgeführt wurde, wird Sashiko selbst als spirituelles Medium irgendwie in Erscheinung treten. Und alle Teilnehmer werden mit dem Fluch belegt werden. Wenn ihr Sashiko verärgert habt, dann solltet ihr versuchen, das Ritual korrekt zu wiederholen, aber in umgekehrter Reihenfolge. Sprecht den Spruch einmal für jeden Teilnehmenden. Wenn die Zahl der Teilnehmer sich geändert hat, dann muss das auch beachtet werden. Und fügt einen hinzu für Sashiko. Und dann fügt die Teile der Puppe wieder zusammen. Okay, wo das ist, weiß ich jetzt nicht. Da war ich noch nicht gewesen. Das heißt, ich kann hier erstmal weiterlaufen. Und speichern. Weil speichern ist ja immer wichtig. Da oben könnten wir wieder wechseln, wenn wir wollten. Und ich glaube, wir wollen wechseln, weil wir können von hier aus scheinbar nichts mehr machen. Hier ist erstmal Ende Gelände für uns. Das heißt, es geht hier unten weiter. Hä? Okay. Aber hier ist jetzt auch Ende Gelände für... Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das kann ja nicht jetzt überall Ende Gelände für uns sein. Da müssen wir jetzt wirklich zurückgehen. Da gehen wir jetzt einfach wieder zurück. Ah ja, gut. Dann können wir hier nochmal lang gehen. Hier gibt es auch noch einen Weg, wo wir bestimmt nicht lang gegangen sind. Wenn es da oben erstmal nicht weitergeht. Das sieht aus wie, als wäre eine Tür dahinter. Kann aber nichts damit machen. Leider. Ist auch nicht weiter. Dann gehen wir nach unten. Nehmen einfach mal so die Wege, die uns jetzt gerade zur Verfügung stehen.
Wer bist du denn? Da müssen wir bestimmt irgendwas reinpacken. Da speichere ich mal wieder hier. Oh nein, jetzt werden wir sehen, dass da oben wieder jemand gestorben ist. Ach, da oben ist auch das zerschmettert.